Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Julie. Und natürlich dem Jean. Hallo. Zurück zu Disney Illusion Island. Wahrscheinlich zum Finale dieses Games. Denn wir müssen ja jetzt hier in dieses Portal rein, um diese Hokus zu verfolgen, um die Bücher wieder zurückzuerlangen. Habt ihr gesehen, im letzten Part, das ist ja, in den letzten Parts, das waren ja mehr Sammelvideos, aber im letzten Story-Part habt ihr gesehen, dass diese Hokus böse sind und jemanden erweckt haben namens Grazer. Und wir wollen jetzt mal schauen, wer dieser Grazer überhaupt ist, und wir sind jetzt hier hinterher. Ich und George zusammen, oder ich auch alleine, haben so gut wie alles schon gesammelt. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind fünf, waren es fünf, ja? Ja. Fünf Tokun-Karten und sechs Glimm-Dinger. Die fehlen uns noch. Die kriegen wir aber erst nach der Story, also nachdem wir die Bücher wieder haben. Das dürfen wir noch nicht vergessen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Portal. So, guck mal, ja? Leute, ich fange mich gleich ein Boss. So, betreten wir das Portal. Bam, schon alles sammeln. Endlich, ich hatte mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Ihr müsst euch beeilen, mein kleinen Nebel. Wir sind nicht mehr so jung wie eins. Spar dir dein Skrog. Du weißt, dass ich recht habe. Begleitet ihr uns nicht? Ich fürchte, es bedarf unserer letzten Kräfte, um dieses Portal geöffnet zu halten. Ich weiß nicht, ob wir Grazer ohne euch besiegen können. Unsinn, ihr wolltet doch Helden sein. Was denkst du denn, wie man ein Held wird? Naja, man muss immer brav sein, Gemüse essen, damit man groß und stark wird. Und die Größe geht es nicht, Goofy. Sie möchte wissen, was es bedeutet, ein heldenhaftes Verhalten. Oh, Junge! Heldenhaftes Verhalten ist, wenn man weitermacht, obwohl man eine riesen Angst hat. Ganz genau. Ich hab keine Angst. Diesen Grazer werde ich zeigen, was eine Hacke ist. Dann lasst uns das Portal durchschalten, Freunde. Verhalten wir uns wie Helden. Aber nicht so wie letztes Mal. Diesmal machen wir alles richtig. Junge. Genau, es ist Zeit für richtige Helden. Und dann ab ins Portal. So, wo kommen wir jetzt hin? Bin mal gespannt. Junge. Ziehen wir es durch. So, warte ich mal. Karte, wo sind wir denn jetzt? Gibt ja keine Karte. Wo? Oh ja. Ne, da. Nee. Kein Signal. Oh ja. So, wo gehen wir jetzt lang? Ja. Nach rechts? Nee, ja gut, hier kommen wir nicht an. Also. Okay, komplett neue Ebene hier, Joe. Ja. Okay, müssen wir gleich mal. Wie sieht das? Schweben, ja. Oh. Aus zusammen. Wie ist das? Ah, scheiße, das schießt zur Seite. So. Also zusammen dürfte es ja eigentlich nichts mehr geben. Du den schon auch hatte? Fuck. Hä? Hä? Hast du den schon auch hatte? Weiß ich auch nicht. Ich hab so viel gesammelt. Ja, ich glaub nicht. Was? So. Jetzt dürfte es ja eigentlich nichts mehr zusammen geben. Ja. Okay. Komm, komm, komm. Wir landen nicht mehr. Na, was kann's? Ja, wie das ist. Ja. Gut. Ja, ja. Ey, was ist das? Das war unfair. Echt mal. Es wird hier eine schwere Ebene, das merkt man schon. Man merkt es wirklich schon. Ist schon sehr, ey. Oh ja. Das ist vorsichtig. Komm erst mal hoch. So, jetzt. Nee, nicht der. Komm ich. So, wenn der schreckt, gut, der schießt mir. Ja, hoch, oder? Ja, da müssen wir das mal wegmachen, warte ich. Der Smog! Wird schwer, doch. Nee, mach's einfach. Wie kommt da durch? Fabio, ey. Der
Dann mach mal. Ich hab den Zip-Point. Das ist so unfair. Hier, dein Zombie. Was ist das jetzt für Arbeit? Ja, und du laufst da. Ey, wo? Da lauf ein Zip weiter. Lauf weiter, ich komme eh wieder. Das ist gut. Lauf! Der redet mir noch. Ja, achso. Hier, da! Oh, fuck. Na, das merkt's. Das ist die schwierigste Ebene unter mir. Da ist ein Joker. Wer weiß das? Da ist ein Joker. Jetzt geht das auf. Warte, ich mach die andere Glocke. Gut. Da ist noch eine Glocke. Mann! Wann hast du den Griffen? Jetzt ist er super. Ja, der ist schön. Du bist ja auch so. Ja! Gut. Oh ja, oh, jetzt musst du aufpassen. Was ist das jetzt? Nee! Nee, das. Da hab ich. Was ist das hier? Nein, Joe, was guckst du denn? Das musst du irgendwie gucken. Hast du mal noch zwei Herzen? Da. Was ist? Jetzt, wo noch? Jetzt? Oder nicht? Ich wollte noch. Jetzt? Einfach hochfliegen. Ein so hochfliegen. Ja Gott, stopp mal. Stopp. Lass dich ja nicht treffen, oder das Vieh. Nein, das machst du ja. So. Nein. Jetzt. Ach, gut. Bitte, komm mal ein Zepp ein. Nein, warte auf, da musst du hochspringen. Warte auf, gleich. Wenn das runter schießt. Spring. Jetzt schnell, 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 schnell. Ja, Mann! Oh, ich kann mich auch noch töten. Warte. Ja, genau. Das ist. Ah, die haben mich nicht. Da lassen wir noch das. Oh, sorry. Den Bandsprung. Den haben wir wohl drauf. Doch. Hier doch. Was mach ich denn? Mann! Ich komme hier einzeln nicht durch, ey. Warte. Ja, lass dich sterben. Ich auch? Nee, du hast ja nur drei Herzen. So, locker. Das ist jetzt wirklich schwer, ey. Ja. So. Hey, ja. Mach du. Was wird bestimmt auch nicht leicht, den Bus. Nee. Ja. Das ist schon nicht so leicht, das ist ein Nitter, ja. Ist aber nicht gut. Ich bete gut. Ich habe drei Herzen und vier Herzen. Ah. Ja. Oh. Jetzt. Jetzt kommt er.
Ich hab den Bock auf dich. Er ist immer schon der Mann. Das ist ein Video. Grazer, oder? Hä? Hey, was denn da? Oh, Junge, sind wir froh, dich zu sehen! Ich glaube, wenn du so. Eindringlinge! Eindringlinge? Aber melden Sie mir! Oh, euch steht der Sinn nach einem Kampf, Olle? Was? Hä? Großer Fehler! Es stimmt. Donnerwetter, böse. Ist alles in Ordnung? Wusste ich, er ist böse. Hä? Aber du bist doch böse, Messi. Ihr Dussel, mein Name lautet nicht Messi. Hä? Wie denn dann? Ich bin Grazer. Hä? Das ist Grazer. Was? Ja, Grazer. Meister, ich bin böse, der über alles Wissen, erschaffe dieser Werkstatt und Verursache eures bevorstehenden Untergangs. Aber Moment, Messi ist Grazer? Nein, Grazer ist Messi. Grazer ist Grazer. Donnerwetter, ich bin normalerweise echt gut bei Namensspielen, aber hier stehe ich auf dem Schlauch. Die Zeit der Worte ist vorbei, aber die Auswirkungen dieses Kampfes dauern ein Leben lang. Ihr greift an! Vorsicht, Leute! Oh, das ist nicht mehr sie, weil sie sieht aber so aus. Wisst ihr nicht. Der Donner passt nicht auf. Oh, jetzt. Ich bin okay, also Messi oder Grazer oder wie auch immer. Oh? Ja. Wie auch immer heißt. So, cool, ich bin's. Ich gehe hier. Ja, was wir machen. Festhalten. Alter! Ausweich, nicht in den Lichtstrahl, los. Weg hier, weg hier. Oh, er hat doch ein bisschen noch falsch. Hier rüber. Scheiße. Wie ist. Fuck. Bis der. Oh, das ist schon. Ja! Ich mein, den ist der schon. Oh, ja. Warte, warte, aufteilen. Da ist der. Da, Wandsprung irgendwie. Das riecht grün, oder? Da, da! Ach, die Dinger wohl, gut, gut. Mann! Mann! Nein. Oh, komm her, komm her! Ist noch eins! Ja. Gut, nein! Oh! Toll, wir kommen nicht! Wo ist der? Oh! Mit hier oben. Hä? Und der ist da leise, ist der ein bisschen. Ja, das wechselt immer, ey. Ja, das ist immer. Oh ne. Die, oh, meine Augen. Die sind oh, immer. Ist hier. Darf die Points. Hä? Ja, bleib hier sehr gut. Bleib stehen bleiben. Oh! Nein! Scheiße! Es trifft mich nicht, es trifft mich nicht gut! Nein! Nein, nein! Oh! Es trifft mich nicht! Hey, das hat mich noch nicht getroffen! Doch, doch, nein, doch! Einfach! Hey, sitz! Da! Da! Scheiße! Oh, stirb nicht! Halt auf! Tag des Boings! Na, nein, nicht auf diesen Boings! Du musst nebenher! Fuck it! Der Endboss ist so der! Ah. Was kann mich das denn treffen, Mann? Das ist doch schwer, komm, leck mich da! Ja, ey! Ich lass mich nur treffen, ey. Zu blöd, ey.
ich komm da heute nicht ran, Alter! Mann! Ich hab's schon! Oh, nee! Oder kommst du das wieder? Das denn sehen? Wieder schon, oder? Hoffentlich! Nee! Ja, doch! Ja, doch, doch, da! Ach, das wieder! Ah, das wieder, okay. Komm ich da? Achso! Hast du? Ja! Dann komm ins Herz! So. Das ist unerfreulich. Ich hab's. Ja, ich lass mich selber nur das. Ich bin selber gleich tot. Jetzt kommt noch ein Laser, oder? Witz, jetzt hätte ich bei dir kommen müssen. Komm mal. Jetzt musst du wieder diesen Kuchen. Ja. Oh, so. Ja, mit dem. Dann weg, 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 weg. Oh, so. Einmal noch. Immer dreimal. Ja. Jetzt kommst du wieder. Ja, jetzt komm ich wieder. Schlimm, oder? Hä? Komm hoch! Boah, ey, das ist ja doof. Du triffst dein Herz. Pass auf, passen. So. Was jetzt? Achso. Scheiße, wo lang? Was? Gut, das hab ich. Einen hab ich. Nein! Ich hab deine. Da drüben, oh, ich komm nicht hin. Spring doch höher, Miki! Alter! Das springt halt auch nicht, Mann! Doch nicht so? Was ist? Junge, ja, aber von mir. Jetzt kommen wir die Laser. Oh, ja, und noch diesen Stein und die. Ja. Oh. Scheiße, schaff ich nicht. Ganz hoch. Links. Nein. Nein. Rechts. Ja, definitiv. Ja, dann. Ja, es ist mit die Blume! Ja, geh mal hin. Ich gehe hier an, du. Nein! Nein! Oh, ja! Denn nicht, den muss der noch. Donnerwetter, das muss ihn ausgenockt haben. Meinst du, es ist vorbei, Miki? Nee. Oh, oh. Hä? Warum haben der drei. Messi! Nee. Oh, ich danke euch, meine Freunde. Gern geschehen. Oder wenn die Krone, also Versicherung. Ja. Ihr habt den Fluch aufgehoben und mich befreit. Ich stand äonenlang unter seiner Kontrolle, war ein Gefangener im eigenen Körper. Unter wessen Kontrolle? Ja, einer bösen kleinen Buchlaus, auch genannt Toku. Toku ist aber, der ist doch endlich. Ich nehme eurer perfekt abgestimmten Verblüffung. Achso, vielen, was immer da. Sag mal, alle Bände aus Monas Buchlaus. Aber wir dachten, er würde dich befreien, weil du böse bist. Ich? Böse? Gottgütiger, nein. Ich ärgere mich selten über was. Obwohl, Gazpacho mag ich überhaupt nicht. Es leuchtet mir einfach nicht ein, wie sich jemand für kalte Suppe erwerben kann. Du hast also nicht die Biomhelden angegriffen und sie damit gezwungen, dich hier gefangen zu halten? Doch, ja, das hab ich. Aber Toku hat mich dazu gezwungen.
Wisst ihr, er hat meine Gedanken kontrolliert. Mit dieser magischen Krone. Ja. Oh Jemini, und er hat sie dir aufgesetzt, als du geschlafen hast? Nein, ich... Oder sich von hinten an dich rangeschlichen und sie dir auf den Kopf gesetzt? Ganz und gar nicht. Ich, hör bitte auf. Ich hab sie mir selbst aufgesetzt. Ah! Oho. Oh, was? Ich wusste ganz offensichtlich nicht, dass sie mit einem gedankensteuernden Fluch belegt war. Ich fand sie einfach nur hübsch. Da hast du recht. Sie stand dir richtig gut. Oh, vielen Dank. Wer ist denn dann Toku wirklich? Ich habe seine Tokopedia-Seite aufgerufen und da steht, super netter Typ, Anführer der Hokkaner, überaus fähiger Posaunist. Ob ihr es glaubt oder nicht, Toku hat Tokopedia selbst entwickelt. Was? Ja. Toku war jahrelang mein Lehrling und mein Freund, wie ich dachte. Es kam mir nie in den Sinn, dass er mich hintergehen würde. Nichts wies darauf hin, dass Hass in ihm aufkeimen könnte. Er tat so, als würde er mich lieben. Und ich liebte ihn. Eine einzigartige Freundschaft. Wir haben sogar gemeinsame Urlaube mit der Familie gemacht. Oh, was war ich bloß für ein Schwein. Ach je, Toku war also von Anfang an das böse Superhirn. Ja. Aber warum hat er das getan? Ich habe keine Ahnung. Als er sein wahres Ich zeigte, trug ich bereits die Krone auf meinem Kopf und war nicht mehr ganz bei Sinnen. Nun, wir werden das wieder hinbiegen. Deshalb sind wir hier, um dich zu besiegen und uns die Bücher zurückzuholen. Oh, die habe ich nicht. Das war's von dir. Ja. Ihr müsst zu Toku gehen. Findet Toku. Toku ist drei Bücher. Aber als du uns vorhin auf unserer Reise erschienen bist, warum hast du da behauptet, dein Name wäre Maisie? Maisie ist der Spitzname, den mir die Postbeamtin gegeben hat, als wir noch jünger waren. Und dabei blieb es. Warum Maisie? Sie meinte, weil ich maulig und bissig sei. Allerdings, das bist du. Wieso hast du uns nicht daran gehindert, Toku zu helfen? Es ist seltsam. Ich wusste nie so genau, was mit Monos geschieht. Und mit mir. Ich wusste, dass ich bin, aber andererseits auch wieder nicht. Klingt das logisch? Nein! Ja. Na gut, ich war nie völlig anwesend. Die Ausgabe von mir, die ihr kennengelernt habt, war nur ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit, den mein Unterbewusstsein aus dieser Werkstatt projizieren konnte. Was? Wer ist der Gürtelfeld? Ja, die Werkstatt ist noch intakt. Das heißt, noch hat er die Bände nicht zerstört und ihre Macht absorbiert. Aber jeden Moment ist es soweit. Wir müssen uns also beeilen. Die Zeit steht für niemanden still. Okay. Ja. Weißt du, wir brauchen unbedingt jemanden, der den anderen Helden sagt, was los ist. Oh, ja, das wäre extrem hilfreich. Ja gut, das kann ich gerne tun. Ich sollte mich sowieso vor Ihnen rechtfertigen. Hm? Bei unserer letzten Begegnung kämpften wir erbittert. Also wette ich, Sie wollen sicher unbedingt wieder Kontakt aufnehmen. Und wir gehen Toku suchen und hindern ihn daran, die Bände zu vernichten. Ich liebe eure Zuversicht. Bevor ihr geht, habe ich noch was für euch, was ich als nützlich erweisen könnte. Neues? Bitte lass es. Ein Stück Papier? Was ist das? Ich weiß nur, als ich die Bände erschaffen habe, habe ich das hier aufgeschrieben und es in meiner Werkstatt aufbewahrt. Verdorren, zerlegen, implodieren, Ende. Was hat das so bedeutet? Keine Ahnung. Naja, laut den Regeln dieser Insel und ihrer Magie wird man es sicher irgendwann gezielt einsetzen können. Und jetzt schnell. Lauf zu meiner Werkstatt. Dort findet ihr Toku sicher. Viel Glück, meine Freunde. Und vergesst nicht...